So, Timo, wir sind jetzt in Paris, wir sind am Eiffelturm. Ja. Ich muss ja ein bisschen sagen, es ist Sonnenschein, es sind Jogger unterwegs, es sind viele Touristen. Es ist anders, als ich jetzt, naja, vielleicht erwartet habe, oder? Ehrlich gesagt, das war genau das, weshalb ich neugierig war, darauf auch jetzt hierher zu kommen, weil ich genau das wissen wollte. Ich dachte auch, ist jetzt die Stadt in Angst erstarrt oder trauen sich die Leute trotzdem noch loszulaufen oder machen sie so wie damals nach dem Attentat auf Charlie Hebdo? Da hatten die meisten Pariser gesagt, wir lassen uns nicht keine Angst machen, wir lassen uns nichts verbieten zu leben. Der Eiffelturm ist natürlich gesperrt, ist geschlossen, man kann heute nicht rauffahren. Aber man sieht trotzdem und man erkennt es ganz, glaube ich, ganz deutlich, die Leute kommen hier zum Joggen, sie fahren mit Fahrrädern rum, sie wollen sich nicht einschüchtern lassen, sie lassen sich nicht einschüchtern, sie leben ihr Leben weiter und sie gehen, auch wenn viele, mit denen ich gerade gesprochen habe, vielleicht ein mulmiges Gefühl haben, aber die Menschen sagen einfach, nein, das lassen wir uns nicht bieten in dieser Art und Weise. Wir wollen unser Leben weiterleben, so wie es ist und so wie es bisher war. Und das lassen wir uns von islamistischen Dschihadisten, von islamistischen Irren nicht kaputt machen. Und das finde ich bemerkenswert und dafür, muss ich zugeben, liebe ich Paris. So, hier sind wir jetzt am Louvre. Louvre ist für mich relativ wichtig, weil immer, als ich noch hier gelebt habe und zurückgekommen bin nach Paris, wenn ich irgendwo anders gewesen bin, habe ich hier erstmal einen Kaffee getrunken, da drüben im Café. Und ich habe gerade auch mit einer jungen Frau gesprochen, die mir das gesagt hat, was ich selbst erlebt habe. Ich habe diesen Platz noch nie abgesperrt gesehen. Ich habe diesen Platz noch nie so leer gesehen wie jetzt. Und das ist schon auch ein bisschen bedrückend. Steigen wir hier um? Bis da oder bis da? Dann muss das Spataclan sein. So, wir sind jetzt hier in der Metro, wollten eigentlich gerade fahren mit der Metro zum Bataclan, der Konzerthalle, in der dieses Massaker stattgefunden hat. Man sieht bloß gerade hier, erstmal gibt es ein verdächtiges Paket an der Metrolinie 4, das wäre jetzt nicht unsere gewesen, sondern die 5 und die 9, die nach Oberkamp fährt, das ist die Station. Aber das ist leider gesperrt aus Sicherheitsgründen. Zu Fuß. Ich bin jetzt hier auf der Place de la République. Hier war ich zuletzt vor 10 Monaten, als das Charlie Hebdo-Attentat war. Und hier haben sich schon damals die Menschen versammelt, getroffen, zusammen getrauert, aber auch zusammen gefeiert und zusammen gezeigt, wir stemmen uns gegen den Terrorismus. Und heute ist es wieder soweit, heute treffen sich die Menschen wieder hier. Die Place de la République wird allmählich zu einem Sammelplatz für die Trauernden hier in Paris. Hier sind einige Leute, die freie Umarmungen, des câlins, wie es heißt, Umarmungen anbieten, um zu trösten. Da vorne ist einer, da gehe ich jetzt mal hin. Dites-moi, monsieur. Oui. Donnez-moi un câlin. Vous l'un câlin. Merci beaucoup. Alors. Pour faire un câlin, il faut être deux, donc ça me fait du bien d'en faire. Ça fait du bien de les recevoir. On peut faire que ça, on peut juste continuer à aimer et à montrer qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est un pays avec des valeurs qui traversent les frontières, dont tous les pays se sont inspirés. Donc on est place de la République. Voilà, j'espère qu'un jour on aura une place de l'amour à Paris. Qu'est-ce qui se passe? La panique. Panique. Ich sehe es nicht. Verdammte Scheiße. Auf einmal rennen alle. Falscher Alarm. Thank you.
wenigen Minuten ist die Schweigeminute, die nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa abgehalten werden soll. Die Schweigeminute für die Opfer der Terrorattacken. Da vorne, da drüben ist das Bataclan, die Konzerthalle, in der es die meisten Opfer gegeben hat. Und das haben sich schon Hunderte von Parisern hier versammelt, um diese Trauer, um diese Schweigeminute gemeinsam zu verbringen. Es waren ein paar sehr intensive Tage mit viel Tränen, aber auch mit viel Zuversicht jetzt hier in der Stadt. Und ich glaube, dass Paris auch mit diesem Massaker wieder fertig werden wird. Ich glaube, Paris wird daran nicht zerbrechen. Und dafür gibt es ein paar ganz gute Anzeichen. Sa bouteille, attention à ton fardeau.